Oh, ich habe eine Idee. Du kannst jetzt pennen und ich mache im Singleplayer die Sachen, die noch fehlen. Ach nee, ja, wohl, wenn du das willst. Das würde Spaß für machen. Für die 100%, meinst du? Ja, das wäre schon geil, so 100% LP, ne? Ja, komm, ich mach das. Let's go. Ja, mach ich. Kommentiere halt, wenn ich was kommentiere. Ja. Ja, hier, mein Controller jetzt. Sieht noch gut an. Sogar ein Team. Wie du Szene springst. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ach ja, die hilft ja sogar. Nice. Bam, 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 bam. Du bist ja gar nicht Zünder. Ja, ich bin happy darüber. Zünder. Wie mache ich nochmal? Ach, ich habe vergessen, wie man das Spiel spielt. Nice. Cornelius. Cornelsen Verlag. So, weg mit euch allen. Holst du die 100% jetzt alle? Bis du wieder Lust hast halt. Mach ich jetzt. Okay, Peter. Okay. Donkey Kong. Donkey Kang. Donkey Dank. Donkey Kong. Ja. Ich hoffe, ich wach nie wieder auf. Oh Mann. So. Versuch einfach so gut wie möglich zu pennen und dann. Ach ja, das war jetzt übrigens ein Elite-Gegner. Ich werde das bei mir bei dann schneiden, dass dieses ganze stille Gesuche nicht mit dabei ist. Ja. Und ich suche noch nach einem blauen Kristall für den Level und keine Ahnung, wo der sein soll. Wenn ich ihn finde, melde ich mich und vergesse dann nicht zu reden. Oder so. Okay, also das war der blaue Kristall, den wir noch übersehen haben. Recht simpel, aber naja, nice. Dementsprechend 100% im ersten Level. Ich weiß nicht, ob ich ihn beenden muss, also mache ich das jetzt noch einfach und dann kommt der nächste. Thank you.
Ah, sehr gut, okay. Hier gibt es den Elite-Gegner und die Truhe, das ist perfekt. Und jetzt gibt es den Ficker. Leck mich! Na, leck mich! Was, das zählt nicht? Was will der dann? Okay, sehr gut. Lucky. Okay, sehr schön. War jetzt eigentlich recht leicht, also. Gut, aber was erwartet man? Wir sind jetzt sowieso an dem Punkt overlevelt und deswegen. Easy. Und die Truhe ist halt glücklicherweise auch direkt daneben, das heißt, wir können den Level so schnell wie möglich beenden ab der Stelle. Jetzt bin ich gespannt, was man hier bekommt. Sieht aus wie für. Okay, Cinder. Magie. Mal gucken, was es ist. Das Ding. Schwalkraft? Nee. Oh, Cinder kann auch Gesundheit regenerieren. Das heißt, für Spyro müsste es auch so ein Ding geben, oder nicht? Chance auf Entwaffnung? Nö. Ich hoffe, er schläft und er bekommt das nicht mit, aber das ist schon hart unfair. Also klar, Cinder kann nicht beides gleichzeitig, aber sie bekommt jeweils die Chance, entweder Gesundheit oder Mana zu regenerieren. Okay, hier bekommt man immun gegen Betäuben. Verteidigung, angreifend. Elementarangriff, Schaden wird verbessert. Ja, ich benutze viel Elementar. Angriffsgeschwindigkeit, ja, gegen angreifende Gegner verletzen, ja. Ich glaube echt, bei Cinder bleibe ich lieber bei der Kombi, weil die am besten ist. Ja, während er, ja gut, das sollte ich jetzt nicht verändern, aber bei ihm finde ich halt die Kombi halt am besten, vom mittleren. So. Das war, naja. Das war die Geschichte. Von diesem Level. Ja, der ist nämlich jetzt komplett. Wir brauchen aber noch 4 Truhen. Ne, 2 Truhen. Okay, das ist gut. Joa, wir kommen ja nochmal weg. Ja, also ich melde mich dann wieder beim nächsten Level, ne? Wenn ich wieder was finde. Das Versteck war lame jetzt. Aber nice, mehr Leben. Für mich. Machen wir jetzt einfach weiter in die Reihenfolge. Jetzt hier nichts ist, ne? Das wäre ziemlich kacke. Ja, dann.
Das ist dumm. 10, naja. Jetzt ist Cindy schuld, was? Wie heißt Cinder? Cinder. Wie heißt Cinder. Das? Cinder. Cinder. Ja. Haben wir gesagt Cinder. Aber du hast es gefunden. Ja, es ist halt irgendwie, es ist immer bitter, wenn du halt den ganzen Level absuchst und dann erst am Ende, wirklich ganz am Ende, so eine Stelle ist, wo man ein bisschen hätte nachgucken müssen. Aber naja, jetzt ist rum. Wir haben zu viel gelacht währenddessen. War nicht mal betrunken, ja. Aber ja, wir haben... Gut, die Cutscenes haben wir sowieso nie ernst genommen, oder? Nein! Ja. Nein! Ich glaube, an das kann ich mich schon erinnern. Wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Oh, warte! Nein, oder? Nein, oder? Was? Nein, nein. Jetzt nicht dein Ernst. Nein. Das ist das Verständnis. Nein. Nein, komm, ey. Zünder! Warum ist das jetzt meine Schuld? Ja, weil du blind bist wie ein Blindfisch. Haben wir dasselbe Spiel gespielt? Oh Mann. Ja, der Level ist fertig, jetzt müssen wir noch durchrennen. Ja. Jetzt die Ruinen, da weiß, ne, da bin ich gespannt, wo die ganzen drei blauen sind. Ruinen von Warefang. Von Fanghai. Eins. Ja, das wäre jetzt hinten hier, oder? Ja. Waren wir schon mal hinten? Ich glaube, wir waren hier noch nicht, ne. Ach komm, ach Junge. Jetzt hier alles ist, also der und der Rote. Ich würde lachen, ja. Ich glaube, hier ist Ende im Gelände. Okay, aber es ist schon mal positiv. Jetzt brauchen wir noch einen von denen und einen. Naja, immerhin. Ja. Das hast du gut gemacht. Das haben wir geschafft, ja. Der Arnie hat das geschafft, ja. Der Arnie. Mit dem Gefährten und dem nicht, keine Ahnung, Akzentler. Oh Gott, da oh nein, bin ich da trommelt schräg. Jemand. Ja, ne. So. Ich glaube, das geht am besten mit Schwingen. Ah, okay, wir waren da schon. Ja. Ja, dann runter. Ernsthaft Spiel. Hä? Ja. Lame. Hä? Das war das letzte rote Upgrade. Hä? Hä? Ja, es. Wie haben wir das übersehen, Alter? Wir haben dauernd geguckt, Alter. Voll auf den Plan, Scheißdreck. Ja. Das wird so easy sein, oh. Ja. Ist das hier? Oh. Günther! Günni! Antonia Atrosis! Warum hast du das nicht vorher gesehen? Cornelius, ich habe ja nichts gesehen. Das war so ein kleiner, unnötiger Weg an den Denk... Junge, die Kamera ist aber mies hier. Die Kamera geht absichtlich nicht dahin. Es ist halt wirklich... Alter, und du willst die Kamera dahin drehen. Aber sobald du dahin gehst... Und tschüss. So ass. So asozial. Ass. Fuck. Ass. When board James is bored, he plays some board games. It was the phone. It was not me, it was the fucking phone. God damn it. Oh man. Der Adam. Einzelspieler. Das Level ist zum Glück nicht so lang. So, ja. Wir sind alle nicht so lang, aber. Ernsthaft? Man kann da einfach hochfliegen?
Yay, der letzte Kristall. Wir haben jetzt alles voll. Woo. Cornelius, ist das scheiße. Aber das Ding ist, ich hab das Gefühl, dass wir das damals versucht haben und ein Aufwind war. Ja. Also wir haben. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, dass wir es damals versucht haben und ich bin nicht hochgekommen auf jeden Fall. Ja, das Spiel ist halt, das ist so weird da bei. Wenn man von ein bisschen weiter oben kommt, dann. Ach komm. Ich bin auch schon dead irgendwie inside. Ja. Also nicht wegen Spiel, sondern weil gestern halt einfach. Ja, da war ich jetzt auch nicht mein Leben, also bin ich nicht mein Leben eigentlich. Ich bin immer noch erstaunt, dass ich nicht gekotzt habe. Ich bin erstaunt, dass ich gekotzt habe. Ja, so kann man es auch sagen. Ja. Weil normalerweise bin ich. Wie gesagt, ich trinke ja nichts eigentlich. Ja. Ich trinke ja auch eigentlich fast nie was. Also vor allem jetzt halt auch. Eine Mal jetzt, weil seit Corona-Beginn eigentlich, weiß ich nicht, schriftlich. Willst du mich? Oh ja. Ihr kleine Arschlöcher! Ah. Wir haben die Gegnergalerie freigeschaltet, sehr schön. Ja, jetzt noch den Level beenden. Das ist so mies. Das ist so ein asoziales Versteck. Oh, oh mein Gott. Das einzige aber, oder? Im gesamten Spielgefühl. Ja. Das erwartet man gar nicht. Ich wollte gerade so sagen, ja, lass mal runtergehen, den unteren Bereich mal abbiegen. Ja, ne? Oh Mann. Das ist schon wieder so ein Laulana-Denken fast. Wenn die etwas eingebaut haben, was einem unnötig wirkt oder so. Dann ist es halt trotzdem meistens sowas da, weil hinunterfahren, man hat ja meistens unten alles abgeschlossen, oder wenn man hinauffahrt. Ja, normalerweise, so, ja. Deswegen. Aber sowas denkt man bei so einem Spiel nicht nach. Oder hätte ich jetzt auch nicht. Aber ja, wir haben alles geschafft ohne Nachschauen. Ja, das stimmt, das ist geil. Ich bin 100, ich meine, die Verstecke sind in dem Spiel eh nicht so schwer, aber ist ja nice. Ja, das stimmt. Bin auch sehr happy. Und noch Erik. Ah, jetzt ist es immerhin gleich vorbei. Also jetzt müssen wir halt noch das Ding hochlegen und dann. Ja. Also da müssen wir noch einen anderen Stein holen, das ist auch noch klar. Der Stein der Weisen. Ich denke gerade nach ein bisschen, deswegen war ich gerade zum Brain Dead wieder. Was? Ja. Im Brain Dead, man. So, jetzt machst du die Arbeit. Bastard! Bastard! Ein fucking Mal! Ich hab's immer gemacht, jedes Mal beim letzten Mal. Du Pastardo. Alt Pastellkastanie. Pastardo. Also ja, nicht so ein Enemy. Bastardo. We did it! Jetzt wird die Grafik von dem Ding ändert auf einmal. Ja. Wie anders das ausschaut. Nicht mehr so Twilight Princess Style. Wir haben es geschafft, Ignaz. Juhu, endlich haben wir es geschafft. Oh nein. Oh Mann. Alle Mann in Deckung! Und was ist mit Frau? Gendern. Alle Mann innen. Oh Mann. Hä? Was? Mein Fuß ist weg, Das ist unsere Chance! Greif die Zerstörer an! Nein. Wir machen jetzt Pause. Und der Zerstörer wurde zerstört. In einer anderen Zeitlinie. In dieser haben wir jetzt 100% und 101% gibt. Achso, ich habe mir schon gedacht, es ist 98, aber wir haben noch nicht gespeichert. Ich sage jetzt den Namen nicht. Was? Fühl dich angesprochen. Wieso? Ja, lustig. Hallo! Wenn da der scheiß Speicherstand steht, ich habe mir gedacht, vielleicht gibt's doch. Sowas wie in Donkey Kong 64. 101%. Malfoy. Okay, komm. Noch einmal aufstehen. Ja. Igna. So, wir schauen uns jetzt nicht nochmal an. Claim. Nee, ja, auf jeden Fall. Das war jetzt das LP zu Spyro, Dawn of the Dragon. 100%. Ja, ich war zu geil drauf, als dass wir es nicht hätten tun müssen. So geizig. Ja. Und ja, wir hätten es theoretisch auch einfach innerhalb von 10 Stunden durchspielen können und die 5 Stunden unseres Lebens sparen können, aber
Dann hätten, wir nicht, dann hätten wir nicht diesen geilen Bonus-Content freigeschalten. Dieser geile Bonus-Content. Ja. Ach. Ja, weißt du, heutzutage musst du extra Geld dafür zahlen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Heutzutage. Ja. Metroid Dread. Du Today, zahlst eine Special Edition, bekommst dann tomorrow, Artwork, was du theoretisch im Spiel freischalten kannst. Toyota. Juta. Today, tomorrow, Toyota. Du bist wahrscheinlich werbegeschädigt, oder? Bitter and bit. Gut, besser, größer. Oh Mann. Wir haben eh schon über Spiel und so gelabert, also eigentlich. Ja, wir sind im Grunde genommen fertig, also wir lassen es jetzt noch durchspielen und dann. Echt? Lassen wir es noch durchspielen? Wir können jetzt ja schon beenden, oder mit Quetzine. Eigentlich lame. Ja, ich. Wir haben schon durch Credits, ich glaube. Ich meine, ich kann auch jetzt das hier drücken. Oh, schade. Okay. Ja, wir lassen es einfach bei dem Bildschirm und ne, wir verabschieden uns. Ja, bis. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Also, beim nächsten Spyro, ja. Ja. So. Ja. Und das Endfazit haben wir ja schon im letzten Ding gemacht. Das Seedfahrt. Also. Ich muss es nochmal sagen. Fahren. Wir alle machen Fehler. An die Entwickler. Oh Mann. Wir alle machen Fehler. Das ist so gut. Also die Deutsche Synchro ist halt, ja. Man weiß es. Also bis zum nächsten LP und ciao. Tschüss. Spyro, ein Hinterhalt. Oh nein. Spyro, Zünder. Zünder, Spyro, jetzt macht's weiter endlich, ha? Das Arschgeschichte. Das war nicht mein Wort. Also, ich sage, ja, 2 Stunden. Ja.